Hallo Kackbratzen und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe. Nachdem Sony unlängst völlig überraschend die PS5 Pro vorgestellt hat, hat man nur eine wichtige Sache vergessen. Spiele. Was ist eine mega starke Konsole ohne den passenden Spielen? Bislang ist das Ding nur ein mittelprächtiges Mid-Gen-Update ohne wirklichen Mehrwert. Und das sage ich als der wohl größte PlayStation-Fanboy aller Zeiten. Und ich höre euch Hater schon aus der letzten Reihe vor Wut überschäumen und ich weiß auch, dass ihr komplett steil geht, wenn ihr denselben alten Scheiß, den wir schon vor über 10 Jahren gespielt haben, demnächst mit verbessertem Gras und mehr Blätter spielen könnt. Total super. Damit wird natürlich die Immersion viel, viel besser. Aber was soll ich sagen? Ich bin ja nur ein Fuchs mit nem Finger im Arsch. Guti. Jetzt gab es diese Nacht ein neues State of Play Dings und die Hoffnung war groß, dass Sony endlich die fehlenden Exklusivtitel vorstellt, die die PlayStation so bitter nötig hat. Und bevor sich jetzt einer beschwert, da ich hier auf dem Kanal normalerweise nur alten Pixelbrei vorstelle. Es gab auf der State of Play sogar überraschende Ankündigungen, was Remaster alter Klassiker betrifft. Also alles halb so wild. Die Frage ist nur, ob die halbe Stunde voller Neuankündigungen auch die Zeit wert war. Aber gehen wir mal alles im Schnelldurchlauf durch. Fangen wir mal mit dem uninteressanten Teil an, dem DLC. Den Anfang macht Astrobot. Der Titel, der für mich schon das Spiel des Jahres ist, erhält diesen Herbst 5 brandneue Speedrun-Level mit Leaderboards, damit ihr mit euren Skills mächtig angeben könnt. Darüber hinaus gibt's 2 neue Anstriche für eure Bots in Form von Helldivers und Stellar Blade. Turtles-Fans dürfen sich mit dem The Radical Reptiles DLC auf 2 neue Charaktere freuen. Die ehemalige Wissenschaftlerin Mona Lisa, die nun ein Leben als Salamander-Mutant führt, sowie einen Gecko. Der Kram ist jedenfalls ab sofort verfügbar. Ist jetzt aber insgesamt nicht so prickelnd. Die verbleibenden 3 Sonic-Fans dürfen sich im Dezember passend zum neuen Film auf einen passenden DLC freuen, in dem niemand anderer als Keanu Reeves dem Antihelden seine Stimme verpasst. Insgesamt jetzt auch nicht wirklich eine spannende Ankündigung. Weiter geht's mit Lego und zu allem Überdruss war das nicht die einzige Ankündigung mit den Klemmbausteinen für heute. Im kommenden Oktober gibt's für alle, die in der Vergangenheit zu viel Klebstoff geschnüffelt haben, den sagenhaften Splitscreen-Modus und wer zu viel Geld hat, das er zum Fenster rauswerfen kann, gibt es sogar den passenden Controller, der allerdings erst im November erscheint. Ich kann's kaum erwarten. Und nun meine lieben Kackbratzen. Der DLC, auf den ihr alle schon so lange gewartet habt. Für alle, die gerne mal eine runde Mützeglatze spielen, während im Hintergrund ihr Lieblingsspiel läuft, gibt es nun demnächst in Stellar Blade einen Fotomodus, mit dem ihr endlich all eure Lieblings-Upskirt-Aufnahmen perfekt in Szene setzen könnt, und weil das noch nicht genug Autoerotik-Content für heute war, verpasst man dem Spiel eine feine Ladung Nier Automata. Wascht aber bitte eure Hände, bevor ihr wieder den Controller in die Hand nehmt. Und dann hinterlasst hier endlich mal ein Abo. If I had any clue what was waiting for us in there, I would have just kept on driving. Zu guter Letzt dürfen sich Alan Wake 2 Spieler auf neues Futter freuen. Im Oktober gibt es mit dem Lakehouse DLC einen neuen Batzen Survival Horror, das an einem unheimlichen neuen Ort am Ufer des Cauldron Lake spielt. In der Forschungsstation des Federal Bureau of Control hat sich ein katastrophales Ereignis ereignet, bei dem rücksichtslose Experimente dazu geführt haben, dass die Realität mit der Dunkelheit kollidiert ist. Von allen DLC-Ankündigungen ist das Stück Software wohl das einzige wirklich lohnenswerte. Solltet ihr anderer Meinung sein, dürft ihr eure Kommentare gerne unter das Video kotzen. Das war's dann aber auch schon mit DLC. Schauen wir uns nun die Spielneuvorstellungen an. PSVR 2-Fans dürfen sich auf stolze 2 neue Spiele freuen. Zum einen haben wir das im Dezember erscheinende Hitman The World of Assassination, das eigentlich recht spaßig ausschaut. Endlich kann man in VR mit komplett intuitiven Gesten reihenweise Leute abmurksen. Insgesamt darf man sich auf eine allgemein verbesserte Steuerung und Spielmechanik im Vergleich zur ursprünglichen PSVR-Version freuen. Hitman ist vermutlich nicht schlecht, aber ich denke, dass Metro Awakening, das übrigens schon im November für PSVR 2 erscheinen wird, einen Ticken besser ist. Das VR-Spiel basiert auf dem Metro 2033 Buch und erzählt die Entstehungsgeschichte von Khan, einem der beliebtesten Charaktere des Franchise, der einst als Serdar bekannt war. Wir erfahren, wie er gezwungen wurde, sich auf das Unbekannte einzulassen, um seine Frau Yana zu finden und zu retten. Mutanten und VR ist sicherlich eine dolle Sache, ich weiß aber nicht, wie oft ich eine Pause einlegen werde, damit ich nicht aus vollen Rohren kübeln muss. Mein Hirn kann sich an den VR-Kram einfach nicht gewöhnen. Die größte Überraschung der Third-Party-Präsentation war vermutlich Palworld. Ein weiteres Spiel verlässt die Xbox-Exklusivität und man darf sich wirklich fragen, welche Spiele überhaupt noch für den käsigen Plastikklotz auf den Markt kommen. Viel lustiger wird aber der Rechtsstreit mit Nintendo, die Palworld-Entwickler gerade den Arsch mit Klagen vollpumpen.
Holt euch also ab heute diesen kleinen Pokémon-Klon, solange er noch verfügbar ist, sofern ihr gut 20 Schleifen dafür ausgeben wollt. Ich finde den Titel jedenfalls ganz lustig, hätte mir aber dafür sicherlich keine Xbox geholt. EA spendierte uns einen brandneuen Ausschnitt aus dem Gameplay des kommenden Dragon Age: The Wildguard, das am 31. Oktober für PS5 erscheint. Ich bin jetzt irgendwie nicht so wirklich gehypt, aber vielleicht gibt es ja da draußen 3 oder 4 Leute, die sich dafür interessieren. Ebenfalls nicht minder spannend war der Trailer zu Dynasty Warriors Origins, das am 17. Januar erscheinen soll. Im Spiel schlüpfen wir dann in die Rolle eines namenlosen Helden, der sich seinen Weg durch die Ära der 3 Königreiche im alten China metzgert. Im Prinzip ist es ohnehin jedes Mal derselbe Hack-and-Slash-Kram und nichts, warum man jetzt schon den Atem bis zum Release anhalten sollte. Weitaus spannender wird da schon die Wartezeit auf Monster Hunter Wilds, das Ende Februar für die PS5 erscheinen wird. Der neue Trailer war ganz putzig und es wurde auch mal Zeit für ein echtes Monster Hunter Spiel, da der EA-Abklatsch Wild Hearts jetzt nichts Halbes und nichts Ganzes war. Für eine Präsentation, mit denen man die Fans abholen wollte, war die Veranstaltung aber bislang ziemlich unspannend. Die erste wirkliche Neuankündigung war das relativ schöne Open-World-Cozy-Adventure-Towers-of-Agaspa, das irgendwie eine Mixtur aus Städtebau, Ökosystementwicklung, Kampf und Erkundung bietet. Im November soll dann eine Early-Access-Phase auf der PS5 starten, sofern ihr euch für diesen Titel interessiert. Listen to me, Burnt One. If you're intending to walk the midnight walk, you better be sure to keep your spark safe and burning. Ein Spiel, das mich jetzt persönlich ziemlich angefixt hat, ist das im Frühjahr 2025 erscheinende Midnightwalk. Das komplett in Tonmund geklöppelte Spiel hat irgendwie den Charme eines Tim Burton-Films auf sanften Drogen. Im Spiel schlüpft man in die Rolle des kleinen Potboy, der vermutlich viel zu viel schlechtes Gras geraucht hat und sich nun vor schrecklichen Feuermonstern in Acht nehmen muss. Dieses Ding hat jedenfalls das gewisse Etwas und ich setze es definitiv auf meine Liste. Ebenfalls ganz oben auf meiner Liste ist das kurz vor Halloween erscheinende Fear the Spotlight. Das Horrorspiel fängt den guten alten PS1-Charme beinahe perfekt ein und verpasst uns den nötigen Nostalgie-Kick, mal davon abgesehen, dass Horrorspiele immer eine feine Sache sind. Es scheint so, als dürften wir uns jedenfalls auf ein klassisches Survival-Horror-Ding freuen und ich bin für meinen Teil jedenfalls schon ziemlich gespannt. Zum kommenden Horrorspiel Hell of Us gab es auch ein brandneues Gameplay-Video. Meiner Meinung nach haben die Entwickler viel zu viel Crack genommen, aber trotzdem scheint das Spiel ganz gut zu werden. Alle Action-Rollenspiel-Freunde durften sich auf einen neuen Trailer zu Arch Age Chronicles freuen, das im kommenden Jahr erscheinen soll. Keine Ahnung, warum die das Ding nicht mehr Arch Age 2 nennen, aber es scheint ein recht handfestes Spiel zu sein. Man verspricht uns wie immer nahtlose offene Welten voller Abenteuer, epischer Schlachten und unendlicher Möglichkeiten, aber insgesamt finde ich den Titel eher so meh. Rollenspielfans der alten Schule dürfen sich hingegen auf Phantasia Neo Dimension freuen, dem neuen Spiel aus der Feder von Hironobu Sakaguchi. Rein visuell macht es eine ganz gute Figur. Und ihr seht schon, dass diese Ausgabe von State of Play bis Oberkante Unterlippe voller Highlights war. Aber hey, was sagt ihr zu LEGO Horizon Adventures? Look at those chompers! Okay, trail spots aren't cheap, so let's get started. Lustigerweise wird dieser Titel auch auf der Nintendo Switch erscheinen, was für ein Sony-Franchise doch schon eher ungewöhnlich ist. Ob jetzt eine LEGO-Adaption wirklich notwendig war, ist jetzt eine andere Frage. Absolut bitter notwendig war aber das heiß ersehnte Horizon Zero Dawn Remastered. Endlich könnt ihr ab Ende Oktober den guten alten PS4-Titel in neuer Pracht erleben. Man hat dem Spiel über 10 Stunden neue Motion-Capture-Aufnahmen verpasst und angeblich unzählige Verbesserungen hinsichtlich der Grafik. Ihr seid aber wohl besser dran, wenn ihr euch für einen 10er die PS4-Version holt und dann für zusätzliche 10 Schleifen das PS5-Upgrade. Das Spiel sah damals schon ziemlich gut aus. We are beyond the edge of Japan. Spart euch besser euer Taschengeld und gebt es lieber im kommenden Jahr für Ghost of Yotai aus. Das war die einzig wirklich große Überraschung des Abends. Ich habe schon Ghost of Tsushima mit Haut und Haaren verschlungen und den Nachfolger nehme ich gerne mit Kusshand. Ghost of Yotai macht einen Sprung ein paar hundert Jahre in die Zukunft. Genauer gesagt machen wir im Jahr 1603 die Region um den Berg Yotai unsicher. Und dieses Mal schlüpfen wir in die Rolle eines weiblichen Geistes. Die Frage ist aber, ob jetzt ein einziger neu angekündigter Exklusivtitel den leeren Magen der Fans wirklich füllen kann. Und wenn man dann noch mit einem halben Auge auf die PS5 Pro schaut, dann weiß ich jetzt wirklich nicht, ob es überhaupt ein Spiel gibt, das bislang eine Anschaffung rechtfertigt. Ghost of Yotai wird auch auf der normalen PS5 ganz schnafte laufen und ich schäme mich einen Dreck um hübsches Gras und mehr Blätter im Wind. Hinsichtlich des Hardware-Upgrades war diese Präsentation eine glatte 6-.
Und ehrlich gesagt verpasst mir Mark Cerny mit seinem aufgesetzten Dauergrinsen und Fifi auf dem Kopf eine unglaubliche Gänsehaut, aber nicht von der guten Sorte. We're excited for players to get their hands on PlayStation 5 Pro when it launches this November. Aber vielleicht wollt ihr keine PS5 Pro, sondern eine normale PS5, nur mit einem neuen Anstrich. Auch hier hat Sony an seine Fans gedacht und spendiert mit Chroma Pearl, Chroma Indigo und Chroma Teal neue Farben für die Controller und Cover für eure stinkende alte Konsole. You know the truth. I stood with Cain and my brethren until I had the honor of surpassing my lord. Mal von Ghost of Yotai abgesehen, war aber das echte Highlight die Ankündigung des Remaster der ersten beiden Legacy of Kain-Teile, die Anfang Dezember pünktlich zum 25. Jubiläum erscheinen werden und die Lunar Remastered Collection, die ebenfalls mit verbesserter Grafik und Pipapo zum 25. Jahrestag der Serie erscheinen soll. Und weil wir gerade bei guten alten Klassikern sind, Dino Crisis erscheint im kommenden PS Super Plus Update für alle Abonnenten. Aber wie gesagt, mal von der Handvoll Highlights abgesehen, war diese Präsentation nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Da hat es kürzlich Nintendo wesentlich besser gemacht und beinahe eine Flut von neuen Spielen vorgestellt. Zu Microsoft will ich jetzt nichts sagen. Man muss ja schon froh sein, dass die noch ihren eigenen Namen tanzen können. Aber mich als Sony-Fanboy hat jetzt die State of Play eher unbeeindruckt hinterlassen und ich weiß bis heute nicht, warum zur Hölle man sich unbedingt im kommenden November eine PS5 Pro zulegen muss. Aber was meint ihr? Welcher Titel auf der Show hat euch überrascht? Gibt es was, was ihr unbedingt schon zum Release haben müsst und liebäugelt ihr warum auch immer mit einer PS5 Pro? Lasst es mich wissen und rockt die Kommentare. PlayStation. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.